This was a big team win. We showed character, grit, and glad we got it out. And we all just played hard to the end and just kept battling. Kev, our star player, wasn't feeling good all week, but he still fought through, pushed through, and we all just found a way to just win this game. And it was a hell of a win, and hopefully we can just keep it going. Jakob, plus 2 Sieg am Dreikönigstag. In 2 Tagen geht's weiter gegen Dreiskirchen. Was nehmt ihr aus der Halle mit, auswärts zu den Gegnern, was lasst ihr da? Also heute, finde ich, war auf jeden Fall ein großer Win für uns. Wir wissen, Wales ist stark in letzter Zeit, Wales ist in den Top 6. Und darum kämpfen wir natürlich auch. Und so wie wir heute vor allem am Schluss uns reingehängt haben und verteidigt haben, glaube ich, können wir gegen jedes Team auch am Schluss ankommen. Das wollen wir auf jeden Fall auch in die Halle mitnehmen. Die Energie von den Fans am Schluss war unglaublich laut bei uns. Müssen wir uns halt ein bisschen vorstellen. Hoffentlich kommt der Zuschauer in Dreiskirchen. Ja, was wir da lassen, ich meine, wir sollten die erste Halbzeit im Prinzip defensiv da lassen, weil da haben sie uns genauso viele Punkte eingeschenkt, wie wir gemacht haben. Was wird jetzt in der kurzen Zeit, die zur Vorbereitung bleibt, wichtig sein, dass ihr den Fokus wieder setzen könnt auf Dreiskirchen? Regeneration. Ich glaube, die Leute, die heute am Feld gestanden sind, sind ziemlich fertig. Wir werden morgen schauen, dass wir uns so weit wie möglich erholen und dann am Sonntag wieder dasselbe geben können. Und was ist vielleicht dein Way to Win in Dreiskirchen dann? Weiterhin defensiv. Ich glaube, wir haben in den letzten Spielen gezeigt, dass wir Defensivspiele gewinnen, dass wir die anderen Teams unter ihrem Schnitt halten. Und Dreiskirchen hat mit ein paar neuen Spielern gerade ein bisschen einen Flow, den wollen wir natürlich brechen. Sag ich dir vielen Dank und viel Erfolg. Dankeschön. Lieber Damir, eine sehr wichtige Partie im Kampf um die ersten 6 Plätze, heute knapp gewonnen. Wie habt ihr euch vorbereitet und wie konntet ihr es dann umsetzen? Zuerst möchte ich mich bei den Fans bedanken. Was sie heute geleistet haben, war großartig. So eine Stimmung haben wir schon lange nicht erlebt und mein Dankeschön an alle Mitbeteiligten. Wir haben ganz genau gewusst, was auf uns zukommen wird. Eine Mannschaft, die extrem physisch spielt, die auch eine gewisse Länge hat und am Korb auch exzellente Werfer von draußen. Wir haben gewusst, dass es schwer sein wird. Wir haben heute einen sehr großen Charakter gezeigt. Die Burschen haben bis zum letzten Atemzug gekämpft. Natürlich hat es viel Substanz gekostet, aber dieser Sieg fühlt sich sehr gut an. Jetzt sind es 48 Stunden bis zum nächsten Duell gegen Dreiskirchen. Wie geht es jetzt an? Was nehmt euch da vor? Naja, in der ersten Linie heißt es Regeneration. Die Spieler müssen sich regenerieren. Dreiskirchen ist eine komplett andere Mannschaft, eine sehr starke Mannschaft, die mit einigen Einzelspielern, die sie jetzt verpflichtet haben, in der letzten Zeit mit der Qualität wirklich nach oben gegangen. In meinen Augen eine Mannschaft, die in den Top 6 gehört und es wird verdammt schwer. Aber wie gesagt, wir haben dort nichts zu verlieren. Wir haben mit dem heutigen Sieg eine gute Sache gemacht und werden versuchen, das Bestmögliche in Dreiskirchen auch zu schaffen. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Bis in 2 Tagen. Danke.